Hallo Freunde des Lichts. Ich wollte ja schon lang mal ein bisschen ein Säge-Vergleichsvideo machen, also Klappsägen. Und zwar nicht so Silky Gomboy, solche Riesendinger, die man aufklappt wie Samurai-Schwerter. Nein, die Klappsägen, wie wir sie draußen im Wald, draußen auf der Tour in der Regel verwenden, also eher die kürzeren Geräte. Hier hatte ich mir vor längerer Zeit für 15 Euro aus dem Baumarkt eine Säge zugelegt. Die wird mit Gegenstand sein. Dann habe ich im Lauf oder durch mein Low-Cost Bushcraft-Projekt, da könnt ihr die Videos auch ansehen, gibt es eine ganze Playlist davon, wie das aufgebaut wurde. Da kam diese Lidl-Klappsäge zum Einsatz für 2,99 €. Und dann werde ich noch diese Säge von Würth mit testen. Da weiß ich allerdings den Preis nicht. Das war ein Geschenk von einem meiner YouTube-Abonnenten, vom Outdoorist, vom Pierre. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich will auch gar nicht jetzt nachschauen, was sie gekostet hat, weil es war ein Geschenk von Pierre. Und ich akzeptiere und respektiere das. Ich wollte sie schon lange mal ausprobieren, aber jetzt ist die Gelegenheit, jetzt habe ich sogar drei Sägen, um das zu vergleichen. Und dazu habe ich mir ein Stück Holz gemacht. Der ist nicht zu alt, schön trocken, knorrig, knorzig, schön hart. Und das gibt uns vielleicht ein Bild. Ich fang an mit der Lidl-Säge, gehe auf die Baumarktsäge und dann auf die Würth-Säge. Jetzt lege ich die mal auf zur Seite. Dann kommen wir direkt auch, ich lasse das Video auch nicht schnell laufen, sondern wir können direkt auch eins zu eins mit beobachten, bewerten und anschauen, wie lange so das eine oder andere geht. Generell zu den Sägezähnen gibt es natürlich zu sagen, je grober ein Sägezahn ist, umso besser reißt der Holz raus. Je feiner er ist, umso weniger Holz reißt er raus, aber umso weniger kann das Sägeblatt auch stecken bleiben. Das sind alles Zugsägen, alle drei. Man sieht hier aber an der Würth-Säge, das ist die hier von der Firma Würth, dass an der Würth-Säge eine feinere Zahnung verbaut wurde oder reingeschliffen wurde. Und die beiden Sägen haben eine doch relativ grobe Zahnung. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Wie gesagt, beginnen tue ich mit der billigsten, mit der Lidl-Säge. Und geht dann zur Baumarkt. Mein Kaffeefeuer ist bald soweit. Fangen wir an. Oh, man merkt, das ist ein ziemlich harter Trocken. Ich habe gebraucht 17, 25 Sekunden, um dieses Holzstück durchzubekommen. Das war Lidl. Baumarkt. Ups, 12 Sekunden. Okay. Sie war auch deutlich besser zum Führen. Hat nicht so schnell verklemmt wie die Lidl-Säge. Dann gehen wir zur Edelsäge. Sekunden. Huiuiui. Na, da geht schon einiges. Aber was ich gemerkt habe, das Blatt ist etwas weicher. Es sind alles Blätter, die wieder in ihren Ausgangszustand zurückgehen.
aufkehren, wenn sie mal sich ein bisschen verkantet haben. Es ist ein bisschen weicher wie die Blätter der anderen beiden Sägen, aber stellt ja kein Problem dar. Bei der Säge habe ich noch den Vorteil, ich habe eine weitere Rasterung, nämlich wenn ich dicht am Boden arbeiten will, da komme ich mit der normalen Rasterung, so komme ich nur ganz schwer zur Rande. Habe ich diese Bodenhalterung, habe ich meine Hände höher und kann immer noch prima sägen. Also, Pierre, vielen, vielen Dank. Ein ganz tolles Geschenk. Es lohnt sich. Gute Säge. Und jetzt gehe ich Kaffee trinken. Ja, leckerer Kaffee. Da freue ich mich jetzt drauf. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!